Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Ullmann, Zwischenrufe sind einfach ganz normale parlamentarische Gepflogenheit. Das will ich nur noch mal darauf hinweisen. Von Rudolf Virchow, dem Armenarzt, stammt die Bemerkung, und dabei zitiert er Salomon Neumann: Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist weiter nichts als Medizin im Großen. Die Richtigkeit dieser Erkenntnis erschließt sich besonders in den Tagen der Pandemie, die wir jetzt im Moment haben. Die Auseinandersetzung mit der Pandemie zeigt, dass in der Tat halt Politik und Medizin zusammengehören. Gesundheit ist unvermindert dabei von der sozialen Lage der Menschen abhängig. Das war schon vor Corona so. Es gibt 10 Jahre Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den reichsten und den ärmsten 10% der Bevölkerung, und das im reichen Deutschland. Wer arm ist, stirbt früher, und das ist ein Skandal. Und das ist auch in der Corona-Pandemie so. Das Virus ist nicht der große Gleichmacher. Es trifft die Ärmsten, die sozial Benachteiligten, weitaus stärker als die Reichen. Die Oxfam-Studie hat es gerade wieder bestätigt. Es ist ein Ungleichheitsvirus. Und da gilt die alte, aber zutreffende Regel: Nur die Reichen können sich einen armen Staat leisten. Alle anderen sind auf einen gut funktionierenden Staat mit einem gut funktionierenden Gesundheitswesen dringend angewiesen. Und da, das hat die Pandemie gelehrt, ist noch einiges zu tun. Wir haben es jetzt gerade gehört, der öffentliche Gesundheitsdienst ist in den letzten Jahrzehnten eher kaputt gespart worden, als wirklich nach vorne gebracht worden. Und es ist eine wichtige Erkenntnis, dass er durchaus, und das hat sich jetzt gezeigt in der Pandemie, systemrelevant ist und insofern in der Tat auf allen Ebenen auch wieder gestärkt werden muss. Da sind wir auch voll beim grünen Antrag erstmal an dieser Stelle. Und da gilt es auch, die verschiedenen Ebenen zu verzahnen. Bund, Land und Region müssen da sozusagen zusammenkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht aber auch um Gesundheit als Aufgabe in allen Politikbereichen. Das ist auch adressiert in dem Antrag der Grünen. Health in all policies heißt das halt eben in dem Ansatz der Weltgesundheitsorganisation. Und dabei geht es darum, dass gesundheitliche Chancengleichheit und Gesundheitsförderung nicht einfach an die Gesundheitspolitik zu delegieren ist, sondern eine Querschnittsaufgabe ist, die alle Politikbereiche betrifft. Das bedeutet in der Wohnungspolitik, das bedeutet in der Sozialpolitik, in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Asylpolitik und so weiter und so fort, die Voraussetzungen und die Verhältnisse zu schaffen, die der Gesundheit der Menschen förderlich ist. Es ist auch relativ plausibel und relativ klar, man kann es am Beispiel der Wohnungspolitik ja machen, wenn man in einer schlechten Wohnung mit schlechter Belüftung, mit Schimmel im Bad und so weiter und so fort leben muss, dann kann es dort keine vernünftige Gesundheit geben. Die kann sich da einfach nicht entwickeln. Der Antrag der Grünen adressiert auch in einem Teil diese Frage, mogelt sich aber aus unserer Sicht um eine zentrale Frage herum dabei. Denn letztendlich heißt Health in all policies auch die Verteilungsfrage, die Frage der Einkommens- und Vermögensverteilung ins Zentrum zu stellen. Von Wilkinson und Pickett stammt hierzu eine aufschlussreiche Studie aus dem Jahre 2010, deren Ergebnisse sich am Ende so zusammenfassen lassen: Gleichheit ist besser für alle. Oder wie der deutsche Titel lautet: Gleichheit ist Glück. Da braucht es aus unserer Sicht dann allerdings mehr, als in dem ansonsten guten Antrag der Grünen drinsteht. Deshalb können wir uns an dieser Stelle leider auch nur enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Dr.